Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück zu Let's Play Katawa Shoujo. Da sind wir alle wieder frisch, fromm, fröhlich, frei mit der ganzen Truppe. Auch John ist wieder dabei. Und ja, beim letzten Mal ja, hatten wir noch so ein bisschen mit Shizune und Misha so ein bisschen gearbeitet. Und auch Lilly war so ein bisschen dabei und ja, jetzt ging es mir doch so langsam ein bisschen ans Abschied nehmen hier. Sie hat sich nochmal entschuldigt, für was auch immer, ich weiß gerade gar nicht mehr, schon okay, immerhin musst du dein eigenes Leben... eigenes Leben, es tut mir leid, so, okay, gut. Ja, nochmal in Erinnerung, denn wir haben jetzt eine Woche beim Aufnehmen Pause machen müssen, das habt ihr allerdings nicht mitbekommen, weil ich noch Vorrat hatte, der jetzt zwar wieder aufgebraucht ist, aber mal schauen, das kriegen wir hoffentlich hin. Und ja, machen wir einfach mal weiter jetzt an der Stelle, würde ich sagen. Schon okay. Immerhin musst du dein eigenes Leben leben. Hand in Hand laufen wir zusammen durch den Flur der Mädchenwohnheime. Unsere Emotionen sind mittlerweile größtenteils bezwungen. Nichtsdestotrotz umklammern sich unsere Hände viel fester als zuvor. Leise, gedämpfte Stimmen sind aus Lillys Zimmer zu hören, deren Ursprung auch nicht schwer zu erraten ist. In dem Augenblick, in dem sie die Tür öffnet, stürmt zu Lillys offensichtlicher Überraschung Hanako hindurch und wickelt ihre Arme um sie. Lilly, Lilly! Hanako? Ich werde dich vermissen, Lilly. Wie erwartet ist sie den Tränen nah. Lilly erwidert das, indem sie sanft Hanakos Haar streichelt, sich dann von ihr löst und ihr ein warmes, ermutigendes Lächeln schenkt. An Hanako vorbei kann man sehen, wie Akira von der Kante von Lillys Bett aufsteht und sich am Kopf kratzt. Ihre Augen springen von Lilly zu Hanako und dann zu mir. Ein gekünsteltes Lächeln ruht auf ihrem Gesicht. Ich versuche, einen aufrichtigeren, fröhlicheren Blick zu erwidern. Aber das Resultat ist wahrscheinlich dasselbe. Also, alles bereit? Konntest du es dir verkneifen, Shizune umzubringen? Diese Bemerkung entlockt ihrer Schwester ein erfreutes Kichern. Ja, ich habe alles dabei. Und ja, konnte ich. Hast du alles eingepackt, was du brauchst? Hab die beiden Taschen dabei, aber es liegt noch einiges Zeug im Haus der Hakamichis. Da kann ich einpacken, während wir dort auf dem Flur morgen Abend warten. Es ist ein Flug, kein Flur. Ein Flug. Ja, sorry. Kein Problem. Ich bin jetzt am ganzen Tag müde. Ja, kenne ich. Akira verpasst den beiden großen schwarzen Reisetaschen auf dem Boden einen herzhaften Klaps. Wahrscheinlich ist sie gekommen, um beim Packen zu helfen und sicherzustellen, dass von Lillys Seite alles geklärt ist, bevor sie abfahren. Lilly, wirst du da drüben zurechtkommen? Es wird alles gut gehen, das versichere ich dir. Akira wird auch auf mich aufpassen und du weißt, dass sie zuverlässig ist. Aber... Keine Sorge, Hanako. Schließlich habe ich deine Telefonnummer, also können wir in Verbindung bleiben. Mit Akiras Hilfe könnte ich dir auch ein paar Sachen über das Internet schicken. Hey, benutz mich nicht nur, weil du nicht lernen willst, wie man einen Computer bedient. Hanako und Lilly kichern kurz, wodurch die Stimmung ein bisschen aufgelockert wird. Allerdings gilt dasselbe für dich, Isao. Bitte mal aufhören, das Mikrofon zu pusten. Danke. Allerdings gilt dasselbe für dich, Isao. Ich verspreche dir, dass ich mich bei dir melden werde, sobald ich in Schottland bin. Ich weiß, ich freue mich darauf. Ihr Angebot mag lieb sein, aber wir beide wissen, dass es gleichbedeutend mit Schlussmachen ist. Keiner von uns bildet sich irgendwie ein, dass eine Fernbeziehung funktionieren würde. Ohne dass jemand das Signal dazu gibt, begeben wir vier uns schweigend auf den langen Weg zum Schultor. Die zahlreichen auf dem Gelände verteilten Lampen werfen in der ansonsten dichten Dunkelheit nicht mehr als ein paar vereinzelte Lichtkegel auf den Boden. Ein direkt vor der Schule auf der Straße geparktes Auto kommt in Sichtweite. Sein glänzend schwarzes Exterieur reflektiert die schwach leuchtenden Lampen der Yamaku.
Ich spreche Akira an, um die schwere Stimmung etwas zu heben. Dein Auto? Was für eins ist es? Du hast nicht viel Ahnung von Autos, oder? Es ist ein Lancer Evo. Robust und schnell. Naja, es ist nicht so, als würde sie mit ihrem Kommentar über mein Wissen daneben liegen. Ich habe mich nie wirklich dafür interessiert. Ich übrigens auch nicht. Lancer Evolution sind schon ich cool. Ich verstehe auch nichts von Autos, ganz ehrlich. Sie seufzt leise. Sie ist ein gutes Auto gewesen. Morgen muss ich mich von ihr trennen, genauso wie von dem Sommerhaus. Ihr wart die Letzten, die es besucht haben, bevor es dem Eigentümer gewechselt hat. Ich gebe meinen fehlgeschlagenen Smalltalk-Versuch auf und werfe einen Blick auf Hanako und Lilly, die uns folgen. Eigentlich sollte Hanako Lilly führen, aber es ist eher andersherum, da sie sich fest an Lillys Arm klammert. Ein deprimierender Anblick. So, ich schätze, das war's dann. Allerdings. Auch wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem jeder sein Lebewohl sagen sollte, will niemand wirklich den ersten Schritt machen. Es würden sich die Chancen verbessern, dass sie hier bleiben, je länger niemand etwas sagt. Lilly, musst du wirklich gehen? Es tut mir leid, Hanako, aber ich werde dich nicht für immer verlassen. Ich kann dich immer noch anrufen. Hisao wird auch noch hier sein. Ich nicke, doch Hanako klammert sich nur noch fester an Lillys Arm. Nachdem man so viel Zeit ohne jemanden verbracht hat, den man eine Familie nennen konnte, muss Lebewohl zu dieser Person zu sagen qualvoll sein. Diese Person, die so nah an eine Mutter heranreichte, wie es je jemand in ihrem Leben konnte. Lili lässt einen langen, traurigen Atemzug entweichen. Alles, was ich und Akira wirklich tun können, ist still am Rande zu stehen, da die einzige Person, die das lösen kann, Lili selbst wäre. Schließlich zieht Lili ihren Arm aus Hanakos Griff und hält sie sanft an beiden Schultern. Bisher wohl die entschlossenste Art, von Lili Hanako anzusprechen. Hanako, erinnerst du dich an unsere erste Begegnung? Als du zum ersten Mal in mein Zimmer gekommen bist, nachdem du gehört hast, wie ich einen Freund tröstete, hast du die ganze Nacht lang nicht ein einziges Wort gesagt. Sogar als ich dir Tee eingeschenkt und mitgeredet habe, hast du still da gesessen und hast einfach nur zugehört, was ich dir erzählt habe. Es brauchte viele solcher stillen Treffen, bis du begonnen hast, dich mir zu öffnen, aber als es soweit war, war das für mich einer der glücklichsten Momente überhaupt. Ich bin nicht deine Freundin geworden, weil ich dich bemitleidet habe, Hanako. Ich bin deine Freundin geworden, weil ich wusste, dass du dich nicht nur vor mir, sondern vor allen versteckst. Deine Ambitionen, deine Persönlichkeit, deine Interessen, deine Geschmäcker, ich kannte nichts davon und sonst kannte sie auch niemand. Aber als du dich mir gezeigt hast, fing ich an zu begreifen, was für ein Mensch du bist. Und ich war mir sicher, dass unser Treffen ein ganz besonderer Moment war. Aber ich... Lilly unterbricht sie, indem sie ihre Hand auf Hanakos Kopf legt, ihr den Pony zur Seite streicht und sanft ihre Lippen auf Hanakos Stirn presst. Als sie ihren Kopf zurücknimmt, steht Hanako sprachlos und mit feuchten Augen da. Lilly hingegen mit einem strahlenden und breiten Lächeln. Ich glaube, dass du ein sehr schöner Mensch bist, Hanako, und ich bin mir sicher, dass du eine starke und unabhängige Frau werden wirst. Du bist mir eine sehr liebe Freundin und jemand, den ich sehr liebe. Genau wie Hisao werde ich dich nicht vergessen, solange ich lebe. Ich mag zwar gehen, aber du hast hier dein eigenes Leben zu führen. Genau wie ich es tue, hast du deine eigenen Freunde und Hobbys und deine Pläne für nach dem Schulabschluss. Ich will, dass du sie verfolgst, auch wenn ich nicht mehr da bin. Deswegen denke ich, dass du es schaffen wirst, weil du du bist mit deinem eigenen Leben. Du selbst hast es mir bewiesen. Hanako senkt verlegen ihren Kopf, aber nickt gleichzeitig. Ich verstehe. Ich weiß, dass ich Lebewohl sagen muss. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss. Aber ich danke dir, Lilly, für alles. Danke, Hanako. Wirst du zurechtkommen?
Ein paar stille Sekunden vergehen, bis die Antwort kommt. Werde ich. Lili lächelt, ohne Zweifel, wenigstens teilweise aus Erleichterung. Dann macht mich das sehr glücklich. Leb wohl. Leb wohl, Lili. Dir auch alles Gute, Hisao. Leb wohl, ich werde dich vermissen. Sie hält einen Moment inne, bevor sie auf mich zukommt. Ihre rechte, vor ihr ausgestreckte Hand legt sie auf meine Schulter. Ihre linke Hand bewegt sich langsam und anmutig auf mein Gesicht zu und berührt meine Wange. Für eine Weile hält sie einfach mit Gesicht... Hält sie einfach mit Gesicht... Mein Gesicht sollte es, ach so, okay, ich, okay. Für eine Weile hält sie einfach mein Gesicht und bewegt ganz leicht ihre Finger, um sich seine Konturen einzuprägen. Normalerweise wäre ihre Hand dabei warm, aber die Nachtluft hat ihrer Haut eine gewisse Kälte gegeben. Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir so bleiben. Ihre trüben Augen sind ein wenig unter meine eigenen gerichtet, während ihr Gesicht ein wehmütiges Lächeln zeigt. Schließlich nehme ich ihre kalte Hand in meine eigene. Das zu tun fällt mir schwer, aber mit einem kleinen Seufzen entferne ich sanft ihre Hand von meiner Wange. Ich hoffe, du hast ein langes und glückliches Leben, Lili, wo auch immer du hingehen magst. Danke, das werde ich ganz sicher. Sie nimmt einen langen, zitternden Atemzug, bevor sie sich leicht in Akiras Richtung dreht. Akira? Okay. Mit einem Nicken nimmt sie Lili bei der Hand und führt sie zum Auto, das vor den Toren geparkt ist. Die beiden laufen langsam und wohlüberlegt, als ob ihre Bewegungen im Voraus geplant gewesen wären. Es ist seltsam, so etwas zu fühlen. Jetzt, wenn jemand die Yamaku verlässt. Dieses unbehagliche Gefühl erinnert mich an das erste Mal, dass ich durch diese schwarzen, schmiedeeisernen Tore gegangen bin. Sie sahen immer viel zu pompös aus. Als sie gehen, wissen wir alle ganz genau, dass sich unsere Leben unumkehrbar verändern. Ich habe mir schon immer gesagt, dass ich das Leben einfach so nehmen muss, wie es kommt. Aber alles ändert sich so schnell, so plötzlich. Letzten Endes ist Lili ein unersetzlicher Teil meines und Hanakos Lebens. Das Geräusch, als Akira die Beifahrertür für Lili öffnet, bringt mich aus meinen Gedanken. Während Lili einsteigt, winkt sie uns zu. Bis dann, Leute. Passt auf euch auf. Lebt wohl, Hanako. Lebt wohl, Hisao. Hanakos Hand schießt plötzlich in die Höhe und ihr Gesicht erhellt sich, als sie sich noch einmal enthusiastisch verabschiedet. Leb wohl, Lili. Alles Gute. Bis dann, Akira, und leb wohl, Lili. Die Tür schließt sich, während wir alle unsere besten Lebewohlgesichter aufsetzen. Akira steigt selbst in das Auto ein und startet es kurzerhand. Durch die getönten Scheiben kann man gerade so Lilis winkende Hand erkennen. Unsere Hände sind hoch erhoben und winken ebenfalls. Genau wie jedes andere Mal, als ich solche Dinge getan habe, kann ich nicht genau ergründen, warum ich oder Hanako ihr zuwinke, obwohl sie es niemals sehen kann. Aber das ist unwichtig. Sogar nachdem das schwarze glänzende Auto den Hügel hinabgefahren und in der dunklen Nacht verschwunden ist, winken wir ihnen immer noch zum Abschied zu. Und dann sind sie weg. Eine merkwürdige Stille überkommt uns, als wir unsere Hände wieder senken. Ich weiß nicht recht, was oder wie ich mich fühlen soll. Letztendlich stehen wir lediglich da und starren still dorthin, wo eben gerade das Auto aus unserem Blickfeld verschwunden ist. Leb wohl, Lili. Das Einzige, was ich als Antwort auf ihr leises, schwermütiges Lebewohl tun kann, ist, eine Hand auf ihre Schulter zu legen. Sie sieht mich ein paar Augenblicke lang an, bevor sie wieder den Hügel hinabsieht, sicher mit dem Wissen, dass ich immer noch für sie da bin. Was wir von jetzt an tun werden, scheint nicht allzu ungewiss. Wir alle haben nun unsere Ambitionen, genau wie Lili gesagt hat. Doch auch so fühlt es sich an, als würde in unser beider Leben nun ein gewisser Teil fehlen. Ein Teil, der nie ersetzt werden kann. Aus oder kommt noch was? Das Zuschnappen meines Handys ist sogar im Flur vor der Bibliothek über die Stimmen und den Lärm hinweg hörbar. Es ist der erste Tag der Sommerferien.
Die Ferien schienen ständig so fern zu sein und jetzt sind sie nicht nur da. Man merkt das auch sehr deutlich, weil fast keine Schüler mehr an der Schule sind. Die meisten Schüler sind mittlerweile nach Hause gefahren, um die Ferien bei ihren Verwandten zu verbringen. Die paar, die übrig sind, bleiben größtenteils unter sich und unterhalten sich meistens über das, was sie in den kommenden Wochen vorhaben. Ich komme mir wie ein Außenseiter vor, weil ich es ausnutze, dass die Schulbücherei über die ersten Ferientage geöffnet hat. Angeblich ist sie nur geöffnet, damit die Schüler alle Bücher zurückgeben können, die sie ausgeliehen haben, und damit diejenigen, die von ihren Eltern abgeholt werden, sich etwas die Zeit vertreiben können. Dank des langen Telefonanrufs meiner Eltern, der mich gerade so unsanft aus meinem Schlaf auf einem Sitzsack in der Bibliothek geweckt hat, gehöre ich nun zu der letzten Kategorie. Als ich mein Handy diesmal zurück in meine Hosentasche gleiten lasse, vergesse ich nicht, es auf lautlos zu schalten und gehe zurück in den ruhigen und gänzlich friedlichen Raum. Ein nostalgischer Anblick. Genau wie an dem Tag, als mich Lili zum ersten Mal zur Bibliothek geführt hat, badet der Raum im orangenen Licht des Sonnenuntergangs, während Hanako still auf einem Sitzsack liest und Yuko herumwuselt, gerade noch hinter ihrem Tresen sichtbar. Besonders Hanako ist seit den gestrigen Geschehnissen viel stiller als sonst, aber ich kann es ihr nicht wirklich übel nehmen. Immerhin war nicht nur ich es, der sich auf diesen Menschen gestützt hat. Leise laufe ich zurück zu dem Sitzsack neben ihr, wo ich bis eben gesessen hatte. Dabei bin ich doppelt vorsichtig, keinen unnötigen Lärm zu machen. Das sanfte Geräusch der entweichenden Luft, als der Sack mein Gewicht federt, lässt Hanakos Augen zu mir huschen, aber nur für eine Sekunde. Ich bekomme das Gefühl, dass Hanako nur teilweise aus Trauer um Lilis Abreise so ruhig gewesen ist. Eher wirkt sie nachdenklicher und bedächtiger, als ich es erwartet hatte. Vielleicht will sie lieber herausfinden, wie sie mit Lilis Weggang umgehen soll, als nur deprimiert darüber zu sein. Es macht mich ein bisschen stolz auf sie. Hey, Hanako. Ja? Ziehst du deine Idee mit der Reise immer noch durch? Sie nickt entschlossen. Ich fahre in ein oder zwei Tagen los. Naomi hat sich auch entschieden, mitzukommen. Wow, das ging schnell. Wo wollt ihr zwei als erstes hin? Ich denke, wir werden erstmal nach Norden fahren und dann eine Kurve nach Süden machen. Also wird Hokkaido euer erstes Ziel sein? Sie nickt erneut, aber zögerlicher als zuvor. Die Bedeutung dieses Ortes ist uns beiden bewusst. Wisst ihr, wie die Reise und Unterkunftskosten auftreiben werdet? Ja, ich habe alles geplant. Ich denke, es sollte gut gehen. Naomi sagt auch, dass von ihrer Seite alles vorbereitet ist. Du weißt, dass du einfach anrufen kannst, falls du etwas brauchst, oder? Meine Nummer habe ich dir schon gegeben. Du kannst mich jederzeit erreichen. Sie schenkt mir ein kleines Lächeln, welches sich allein schon wie ein kleiner persönlicher Sieg anfühlt. Ich weiß. Danke, Hisao. Vielleicht hatte Lili recht. Obwohl ich Hanako jede Hilfe anbiete, die mir möglich ist, glaube ich zu wissen, dass sie sie nicht braucht. Sie ist wirklich gewachsen. Hanakos Pläne für ihre Ferien stehen im starken Kontrast zu meinem simplen geplanten Aufenthalt bei meinen Eltern. Ferien haben mich aber noch nie so begeistert wie andere, also ist das vielleicht nur eine Rückkehr zum Status quo. Vor meiner Herzattacke hatte ich immerzu so ziellos vor mich hingelebt, dass sich die Ferien kaum von meinem alltäglichen Leben unterschieden. Nach der Schule spazierte ich etwas durch die Stadt und hing oft mit ein paar Freunden ab, bevor ich dann zum Abendessen nach Hause ging, um meist mit einem, selten mit beiden meiner Eltern zu essen. Ihre Arbeitszeiten ließen ihnen nicht viel Zeit, um zu Hause zu sein, und direkt von der Schule nach Hause zu gehen, hätte nur Langeweile zur Folge gehabt. Ich war durch und durch ein Stadtkind. Aber seit ich an der Yamaku bin, fühle ich mich, als hätte ich mich als Mensch grundlegend verändert. Das Telefongespräch mit meinen Eltern hat jedenfalls jegliche Zweifel darüber ausgelöscht. Während ich früher eine relativ durchschnittliche Unabhängigkeit für einen Teenager hatte, was nicht sehr viel war, waren meine Eltern mehr als erfreut, von meiner neu gefundenen Fähigkeit zu hören. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wäsche waschen, für mich selbst kochen, sauber machen, all das zusätzlich zu den anderen allgemeinen Hausarbeiten, die das Alleinwohnen mit sich bringt. Nur kleine, niedere Dinge, die ich mir aneignen musste. Doch das ging relativ leicht. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich mich immer auf sie verlassen, obwohl sie die ganze Zeit nicht zu Hause waren. Zu sagen, dass ich mich nie auf jemanden verlassen habe, nachdem ich in das Wohnheim gezogen bin,
wäre aber auch nicht die Wahrheit. Entschuldigt. Wir beide sehen zu der unbeholfen, zappelnden Gestalt vor uns auf. Manche Dinge ändern sich nie. Ich muss bald schließen, also, Oh, richtig. Ich hatte vergessen, dass die Bibliothek in den Ferien früher schließt. Hanako und ich stehen auf, klopfen uns ab und legen die Bücher zurück auf das Regal hinter uns. Dass sich unsere Lesevorlieben recht häufig überschneiden, ist manchmal nützlich. Mit einer Verbeugung entschuldigt sich Hanako bei Yuko, dass sie so lange gebraucht hat. Danach verabschiedet sie sich. Bis morgen, Hisao. Bye. Und damit geht sie durch die großen, hölzernen, alternen Türen am Eingang zur Bibliothek. Sie ist ein ruhiges Mädchen, nicht wahr? Vermutlich sollte ich überrascht darüber sein, dass eine Angestellte persönliche Meinungen von sich gibt, aber nachdem ich Yuko nun eine Weile kenne, war das fast schon zu erwarten. Unser Verhältnis ist eben persönlicher als das zwischen einer Autoritätsperson und einem Schüler. Ja, ich denke, so ist sie einfach. Allerdings hat sie mittlerweile viel mehr Selbstvertrauen aufgebaut. Ich kenne sie nicht so gut wie du, aber ich bin der gleichen Meinung. Es ist schön zu sehen, dass sie sich mit den Leuten hier unterhält. Also, das hat sie früher nie getan. Hey, Yuko, du weißt von Lillys Abreise, oder? Sie hat es mir vor ein paar Tagen gesagt. Es muss hart für sie sein, also, alle so zurückzulassen. Nachdem sie das sagt, zieht sie schnell wieder zurück zu mir. Wahrscheinlich erinnert sie sich daran, dass ich einmal wegen eines Beziehungstipps für Lilly und mich zu ihr gekommen bin. Kommst du damit zurecht? Das ist eine schwierige Frage. Allerdings ist es etwas, worüber ich jetzt wegen dringenderer Angelegenheiten lieber nicht nachdenken würde. Irgendwas scheint an der ganzen Sache faul zu sein. Meinst du nicht? Yuko scheint eine Weile darüber nachzudenken und zeigt dabei eine Vielzahl an kreativen Gesichtsausdrücken. Ich glaube nicht, dass du sie gut genug kennst, um so ein Urteil zu fällen. Ist nur schwierig, sie zu treffen, ist alles. Das war jetzt schon wieder in der Aufnahme. Ja, weiß ich. Okay, ich hab noch mal ganz kurz, ne? Ja, ist halt schwierig, ne? Ja, du machst das schon. Okay. Tut mir leid, dass ich dir keine größere Hilfe sein kann. Nee, ist schon okay. Ich hab nur laut gedacht. Ich seufze laut und kratze mich frustriert am Kopf. Es passiert einfach so vieles auf einmal, worüber ich keine Kontrolle habe. Es kommt mir vor, als würde ich überschwemmt werden. Ich denke, dass jeder solche Zeiten durchmacht. Wichtig ist, dass man sich darauf konzentriert, was man tun kann, anstatt auf das, was man nicht tun kann. Zumindest sehe ich das so. Wenn ich nicht so denken würde, würde ich mein Leben wohl nicht auf die Reihe kriegen. Sie sagt das mit einem Lächeln und einer fröhlichen Stimme. Aber ihre Worte sind weit von einem Witz entfernt. Zwei Jobs zu jonglieren, nur um hoffentlich nicht nur genug Geld zum Leben zu haben, sondern auch für die Universität, muss anstrengend sein. Vielleicht fühlt sie das besonders bedeutungsvoll an, weil es von ihr kommt und nicht von irgendjemand anderem. Ich schätze, da hast du recht. Wieder einmal danke für deinen Rat, Yuko. Sie verbeugt sich tief und lächelt noch einmal, bevor sie sich zurück zu dem Tresen begibt, an dem sie so viel ihrer Zeit verbringt. Die kleinen Flügel des Pappkranichs an meinen Fingern sind im trüben Licht meines Zimmers gerade so zu erkennen. Nur ein kleines bisschen Mondlicht schafft es durch die Vorhänge. Und nur ein kleines bisschen Zeit haben wir jetzt noch, um ein bisschen über die Folge zu quatschen, denn jetzt ist hier an dieser Stelle erstmal wieder Feierabend für heute mit dem Part. Und schauen wir mal, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht, denn denke mal, vielleicht hat Hisao noch ein bisschen drüber nachzudenken und so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder das Übliche. Meine Gäste werden so ein bisschen ihre Meinung zu diesen, zu den Geschehnissen sagen und werden sich sicherlich einig werden. Deswegen halte ich jetzt erstmal wieder meinen Mund und verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ja. Akira war wohl doch nicht so cool, dass sie ein drittes Flugticket kauft. Ja. Vielleicht kriegt Chisao das ja noch zugeschickt. Wollte ich gerade sagen, vielleicht für die Ferien. Vielleicht. Aber es ist schon. War auf jeden Fall sehr emotional. Ja. Ich hätte fast geheult. Oh. Ja. Aber Einfach nur Mitleid. nö, das finde ich jetzt unpassend, wenn ich ehrlich bin. Wenn es denn so ist, ich meine, ne, mir kommen auch öfter die Tränen auch bei Visual Novels haben das schon geschafft, aber bei Animes auch öfter, also, ne, das Ja, ist, das kenne ich. ne, Es also. ist, ich musste auch schon so ein bisschen schlucken. Es ist halt nicht gerade einfach, sowas zu synchronisieren, selbst wenn es jetzt, wenn man sowas nicht in echt machen würde, aber es ist schon, ist nicht einfach, sich von jemandem wirklich für immer in Anführungszeichen zu verabschieden. Vor allem, wenn man denjenigen liebt. Ich will das gar nicht wahrhaben, ganz ehrlich. Ich warte immer noch auf die große Wende, dass da noch irgendwas Schönes passiert. Nicht nur du, John. Ich hoffe doch drauf, ja, ich hoffe irgendwie noch drauf. Mann. Vielleicht kommt sie zurück und sagt, ach, es war doch nicht so das Wahre. Ja, ne? Oder sie kommt zurück und sagt, ich wollte eh nur eine Woche bleiben, ne, John? Ja, Sei da. oder Hisa macht seinen Abschluss und geht dann von alleine nach Schottland und die treffen sich dann da wieder und ja, Das wäre cool. Das könnte auch passieren, aber naja. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich hatte das jetzt irgendwie anders in Erinnerung. Ich habe es ja schon mal gespielt, aber ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung und weiß jetzt selber gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie es jetzt am Ende ausgeht, weil ich irgendwie eine andere Erinnerung hatte. Habe mich irgendwie Besser. meine Erinnerung irgendwie getäuscht. Vielleicht kommt denn noch ein bisschen was. Ja. Ja, ne? Irgendwas wird schon noch kommen, Ein ne? bisschen kommt auf jeden Fall noch, denke ich mal. Ja, schauen wir Was, mal. Hanako? Hanako? Haru? Haru? Ja. Was hast du? Ja, Ach, scheißegal. nicht. Ja, also ich denke schon, dass da noch so ein bisschen was kommen wird. Das habe ich gesagt. Ah, dann habe ich es akustisch nicht verstanden. Ja, ich schon gerne. Was Mit einem glaubt. Brezen im Mund, also. Eine War Brezel im jetzt Mund. alle so ein bisschen durcheinander. Schokolinsen. Schokolinsen. Also ich glaube, da muss ich dann demnächst doch mal wieder so ein bisschen in Ordnung reinbringen, weil jetzt quatschen sie alle durcheinander. Ich wollte nur noch mal fragen, was glaubt ihr, wer hat jetzt mehr Probleme damit, dass Lilly verschwunden, ich sag mal verschwunden ist? Hanako oder Hisao? Hisao, eindeutig Hisao. Ja, Ja, ich denke Hanako auch. gibt sich gerade sehr stark, muss man ja zugeben, ne? Also bewundernswert eigentlich. Hätte man vielleicht gar nicht von ihr gedacht, so wie man es halt Die kennt, hat ne? sich wirklich Also, wir haben sehr. sie komplett anders kennengelernt. Das muss man Ja. echt sagen. Also, sie hat sich schon zu einer starken Persönlichkeit entwickelt in der Zeit, wo wir sie kennengelernt haben. Wenn ich bedenke, so unsere erste Begegnung mit ihr in der Bibliothek, wir sagen Hallo und sie rennt davon. Ja, das hat sie sich wirklich sehr, sehr entwickelt. Das muss man wirklich sagen. Ganz Also toll. eindeutig, ne, sag ich auch, dass es Hisao ist, ne? Aber wer auch von der Trennung leidet, das ist Kenji, weil der wollte sie ja irgendwie aushorchen. Okay, das ist jetzt aber dann noch ein bisschen theoretisiert, okay. Sehr lässig. Gut. Nein, was mir auch eingefallen ist, was auch noch eine Alternative wäre, dass sich noch was zwischen Hanako und Hisao entwickelt. Ja, da ne, habe ich Das auch habe ich ja auch gedacht. so gedacht. Gut, wir wissen ja, dass es eine Hanako-Route gibt, deswegen ist es unwahrscheinlich, aber ich Das habe mir wollte so ich auch gedacht, die sagen. beiden verloren, ne? Jetzt Ja. haben sie Lilly verloren, dass die dann zusammentreffen, wäre eigentlich fast logisch, So aber. Lückenbüßer-mäßig. Das wäre schon fast wieder zu offensichtlich. Lückenbüßer, also wirklich. Ist nur Okay, Frage, welche Lücke ist für welchen Büßer, welche Büßer Naja. Also bevor es jetzt ganz dämlich wird, denke ich mal, jetzt machen wir den Part aber zu Ende, ne Leute? Also, Wir verabschieden haben wir uns verkackt. jetzt. Hatte mich ja schon Genau. eigentlich, ne, jetzt verabschiedet euch nochmal schnell und dann ist es gut. Also bis zum nächsten tschüss. Mal. Ciao. Tschüss.